Willkommen, Herrschaften, zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut und unser heutiges Thema lautet: Wie beschreibt man einen reinen Stoff mit Zahlen? Die einfachsten Systeme sind die Systeme, die nur aus einer Komponente bestehen, also die einen reinen Stoff darstellen. Stellen Sie sich vor, wir haben einen Behälter, ein System, in dem sich nur eine Teilchensorte, eine Molekül- oder Atomsorte befindet. Wie können wir diesen Stoff beschreiben? Nun, wir brauchen maximal zwei Zustandsgrößen, zum Beispiel das Molvolumen und die Temperatur. Wenn wir diese beiden Zustandsgrößen gewählt haben, haben wir einen Zustand dieses Systems beschrieben, eindeutig. Alle anderen Zustandsgrößen stellen sich ein. Hier ist nochmal das Bild des Systems schematisch gezeichnet. Wir haben die Grenzen des Systems. Eine davon ist verschiebbar, sodass wir das Molvolumen verändern können. Wir haben eine Möglichkeit, die Temperatur zu verändern und auch zu messen. Und damit haben wir die Zustandsgrößen, die wir frei wählen können, ausgereizt. Weitere Zustandsgrößen können wir natürlich messen, zum Beispiel den Druck. Wir packen jetzt einen reinen Stoff, nämlich reines Kohlendioxid, 1 Mol, das sind 44 Gramm, in unser System und wählen verschiedene Zustände aus. Der erste Zustand, den wir wählen, ist der Zustand von 25 Liter und die Temperatur von 25 Grad. Wir beobachten das System und sehen, es ist gasförmig, homogen, einphasig und der Druck entspricht einem Bar. Das ist der Zustand Nummer 1. Jetzt können wir den Zustand verändern, zum Beispiel indem wir Temperatur konstant lassen, also auch wieder 25 Grad wählen und das Volumen auf 12,5 Liter reduzieren. Das ist der von uns gewählte Zustand. Alle anderen Zustandsgrößen stellen sich ein. Der Druck stellt sich zum Beispiel 1 zu 2 Bar. Das System ist weiterhin gasförmig. Ich kann jetzt zum Beispiel die 2 Bar konstant halten und die Temperatur auf die doppelte Kelvin-Temperatur erhöhen, auf 322 Grad Celsius. Alle anderen Größen stellen sich ein. Zum Beispiel das Volumen stellt sich auf 25 Liter wieder ein. Das System ist weiterhin gasförmig. Wenn ich weiterhin komprimiere bei 322 Grad Celsius auf 12,5 Liter, bekomme ich einen noch höheren Druck, nämlich 4 Bar. Das System bleibt aber weiter gasförmig. Das sind 4 der unendlich vielen Zustände eines reinen Stoffes. Wenn ich diese 4 und noch viel mehr Zustände jetzt vermessen habe, dann kann ich sie in ein Diagramm einzeichnen. Und zwar in ein PVT-Diagramm, ein Diagramm, dessen Achsen diesen drei Zustandsgrößen entsprechen. Und dann hätte ich hier zum Beispiel meinen Zustand 1, meinen Zustand 2, meinen Zustand 3 bei der höheren Temperatur, meinen Zustand 4 wieder bei der höheren Temperatur. Wenn ich alle möglichen Zustände vermesse und mich erstmal auf die Gasphase konzentriere, dann stelle ich fest, diese Gasphase meines Kohlendioxids bewegt sich auf einer Fläche, die in einer gewissen Art und Weise gekrümmt ist und in etwa so aussieht. Das ist das Zustandsdiagramm oder Phasendiagramm eines reinen Gases. Das ist das, was die Natur uns vorgibt. Im Grunde eine Zusammenstellung von vielen, vielen experimentellen Daten. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses Diagramm mathematisch zu beschreiben, Funktionen anzupassen und auch theoretisch zu beschreiben, warum das so aussieht und nicht anders. Zunächst wollen wir aber unser Phasendiagramm noch etwas erweitern. Wir wollen auch zweiphasige Zustände realisieren, also auch Flüssigphase, Festphase von unserem System erzeugen. Das kann man zum Beispiel so machen, dass wir von unserem Ausgangszustand ausgehen und dann sehr stark abkühlen. Von 25 Grad
unter 0 gehen, weit unter 0 gehen und bei 1 Bar auf etwa 78 Grad Celsius abkühlen. Dann haben wir einen Zustand, in dem sowohl festes als auch gasförmiges Kohlendioxid vorliegt und der Zustand hat nur noch 94 Milliliter Molvolumen. Zwei Phasen, nämlich Gas und Fest, liegen vor. Wenn ich jetzt diesen Zustand dann habe, dann habe ich ein Zwei-Phasen-Einkomponentensystem, habe also nur noch einen Freiheitsgrad. Bedeutet, ich kann jetzt das Volumen variieren, ohne dass Temperatur oder Druck sich ändern. Ich kann zum Beispiel das Volumen auf einen Wert von 28 Milliliter reduzieren. Dann ist das System einphasig fest, also wir haben nur noch einen Block festes Kohlendioxid, man nennt das auch Trockeneis, in unserem System. Wenn wir flüssiges Kohlendioxid erzeugen wollen, dann geht das bei einem Bar nicht. Wir müssen anders vorgehen. Wir nehmen unser Ausgangssystem und komprimieren bei Raumtemperatur sehr, sehr stark. Von 25 Liter auf 94 Milliliter. Dann wird ein Teil des Kohlendioxids flüssig und wir erhalten einen hohen Druck von etwa 60 Bar und ein Zweiphasensystem. Das sind drei weitere Zustände von Kohlendioxid, bei hohen Drücken, bei niedrigen Temperaturen. Wenn wir alle Zustände, die es gibt, oder sehr viele vermessen, kommen wir zu einem vollständigen Zustands- oder Phasendiagramm eines reinen Stoffes. Dieses Diagramm sieht so aus wie folgt. Hier sind die vier Zustände, die wir vermessen haben. Und wenn wir alle Zustände vermessen, oder fast alle, bekommen wir eine Fläche im Raum, die teilweise stark gekrümmt ist, teilweise weniger stark gekrümmt ist, die Knicke, also Unstetigkeiten hat. Dieses Diagramm ist eines meiner Lieblingsdiagramme und es ist mir ein Anliegen, dass Sie dieses Diagramm lesen können wie ein Buch. Wenn wir dieses Diagramm, wenn wir uns diesem Diagramm nähern, sollten wir eine gewisse Marschrichtung haben, gewisse Vorgaben haben, an die wir uns halten. Und der erste Punkt ist, dass wir uns erstmal vergewissern, wo ist das System homogen? Wo auf der Fläche habe ich homogene Punkte? Und das ist nicht schwierig. Wir haben hier die homogene feste Phase, hier die homogene flüssige Phase und hier die homogene gasförmige Phase. Alle anderen Flächen in diesem Diagramm sind mehrphasig. Wenn hier fest ist und hier flüssig, dann muss hier zwischen fest und flüssig gleichzeitig vorliegen. Die Linien zwischen fest und flüssig und zwischen homogen und heterogen nennt man Binoden. Wir haben hier weitere Binode, hier eine weitere Binode, zum Beispiel zwischen gasförmig und flüssig gasförmig. In den heterogenen Zonen, dort wo das System nur einen Freiheitsgrad hat, können wir Konoden einzeichnen. Das sind Verbindungslinien zwischen den beiden Phasen, die im Gleichgewicht vorliegen. Beispielsweise ist zwischen dem Punkt 2 und 3, und auch hier die Richtung verlängert, eine Konode. Konoden sind immer isotherm und isobar, also gleicher Druck und gleicher Temperatur herrschen. Auch hier zwischen 4 und diesem Punkt ist eine Konode. Es gibt beliebig viele Konoden, aber nur im zweiphasigen Bereich. Eine ganz besondere Konode ist diese hier, das ist die Triple-Linie. Da liegen alle drei Phasen gleichzeitig vor. Ein Punkt ist nur von besonderer Bedeutung, das ist dieser Punkt hier oben, das Maximum dieser Binode, flüssig, gasförmig. Das ist der kritische Punkt. Oberhalb des kritischen Punktes sind Gas und Flüssigkeit nicht mehr unterscheidbar. Gibt es nur noch ein überkritisches Fluid. Weil dieses dreidimensionale Diagramm oft schwer zu zeichnen ist, hat es sich eingebürgert, Projektionen dieses Diagramms zu verwenden.
Projektion auf die PT-Fläche oder PV-Fläche. Der Prozess von 1 nach 4 ist zum Beispiel im PT-Diagramm eine einfache Senkrechte, denn wir haben eine Isotherm-Kompression. Im PV-Diagramm haben wir hingegen eine Kurve mit Knick. Zunächst mal steigt der Druck an, Volumen nimmt ab. Dann haben wir eine horizontale Linie im Zweiphasengebiet. Wir sind jetzt auf einer Konode. Und wenn wir auch die Binoden hier einzeichnen, sieht das so aus. Noch einfacher sieht das aus dem PT-Diagramm. Da werden die Binoden zu Linien komprimiert. Wir haben die Trippellinie, die jetzt ein Trippelpunkt ist. Chronoden kann man hier nicht sehen. Chronoden sind hier alle zu einem Punkt komprimiert. Nochmal zurück zu dem Gasphasenbereich, der etwas einfacher ist als das totale Zustandsdiagramm. Wir können einen besonderen Zustand herausstellen, nämlich den Standardzustand. Der wurde definiert als 25 Grad und 1 Bar. Beim Standardzustand ist Kohlendioxid ein Gas. Dieser Punkt hier entspricht dem Standardzustand. Wenn wir das Volumen nachmessen, dann sind das 24,8 Liter pro Mol. Und interessanterweise hat jedes Gas dieses Molvolumen beim Standardzustand. Ein Normalzustand nach DIN wurde ebenfalls definiert, das liegt bei 0 Grad Celsius und 1,013 Bar, eine Atmosphäre. Hier ist das Volumen eines Mols etwas kleiner, nämlich 22,4 Liter. Die Steigung dieses Diagramms hat ebenfalls eine Bedeutung. Wir können hier mehrere Steigungen definieren. Das ist ja ein dreidimensionales Diagramm, in dem sich eine Fläche befindet. Wie eine Höhenlinie, wie ein Höhenprofil kann man sich das Ganze vorstellen. Wenn wir an einem Punkt hier sind auf dem Diagramm, können wir nach Norden gucken und erfahren eine gewisse Steigung. Wir können aber nach Osten und Westen gucken und erfahren vielleicht eine andere Steigung. Hier ist es so, dass wenn wir bei konstantem Druck in Richtung Nord, in Richtung Temperatur schauen, dann haben wir eine Steigung, die nichts anderes ist als der Ausdehnungskoeffizient. Je steiler diese Linie ist, desto größer ist der Ausdehnungskoeffizient Alpha. Wenn wir hingegen bei konstanter Temperatur praktisch nach links und rechts gucken, dann schauen wir uns die Kompressibilität an, dann fragen wir uns, wie ändert sich das Volumen, wenn wir den Druck ändern. Je steiler diese Linie ist, desto höher ist die Kompressibilität Kappa. Und weil das Volumen eine Zustandsgröße ist, also eindeutig von zwei anderen Zustandsgrößen abhängt, hat das Volumen ein totales Differential. Aus der Mathematik wissen wir, dass dann die Faktoren, die vor den jeweiligen Komponenten dt und dp stehen, die partiellen Ableitungen sind, und diese partiellen Ableitungen sind in einfacher Weise gekoppelt mit dem Ausdehnungskoeffizienten und der Kompressibilität. Wir fassen zusammen, um einen Reinstoff eindeutig zu beschreiben, brauchen wir zwei Zustandsgrößen, zum Beispiel das Molvolumen und die Temperatur. Wenn wir alle Zustände eines Einkomponentensystems auftragen, bekommen wir eine Zustandsfläche im PVT-Raum. Diese Zustandsfläche hat homogene Bereiche und heterogene Bereiche, getrennt durch Binoden. In den heterogenen Bereichen finden sich Konoden, die die Phasen, die im Gleichgewicht sind, miteinander verbinden. Wir haben eine Trippellinie, wir haben einen kritischen Punkt. Und die Steigungen, die in dem Diagramm auftauchen, die haben ebenfalls Bedeutung. Das ist einmal die Kompressibilität und einmal der thermische Ausdehnungskoeffizient.